Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich wirklich sehr und heute gibt's mal wieder ein bisschen Gossip. Das sind eigentlich die Videos, die mir gerade echt sehr, sehr viel Spaß machen, auch wenn die ganzen Themen sehr, 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 sehr knifflig sind, wie auch heute. Aber warum mache ich das Thema heute? Ihr seid schuld, denn ihr seid in meine DMs geslidet und habt gesagt, bitte, bitte, schau dir diese Stories an. Ja, wir wissen, könnte brenzlig sein, sollte man sich dazu äußern. Wenn es stimmt, ist es dann wieder so, das darf man nicht kommentieren, weil es könnte ja sein. Aber man ist ein Schelm, wenn man anders denkt heutzutage. Und wir wissen, wir reden hier über die Trash-Bubble und was wir gelernt haben und was wahrscheinlich auch niemand mehr irgendwie leugnen kann, das ist sehr, sehr viel Show, da kam ja mal hier und da was raus, sehr, sehr viel Show, vieles ist auch ein bisschen inszeniert, wie man so mitbekommen hat durch den Buschfunk und ja, also von daher muss man das alles hinterfragen und das finde ich wichtig. Wenn jemand ein Statement im Internet abgibt, dann sollte man das hinterfragen und nicht immer alles glauben, was einem vorgelegt wird. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Stories an. Es geht, jetzt komme ich endlich dazu, es geht um Gina. Die hat eine Story gemacht zu ihrem Verhalten, hat ein Statement abgegeben, warum sie sich in Folge 3 und 4 so verhalten hat. Und das schauen wir uns mal an, das ist sehr, sehr interessant. Interessant trifft's, ja. Ich möchte einige Dinge vorwegnehmen, wie zum Beispiel, dass ich Anfragen und Nachrichten bekomme wie, hey Gina, wieso reagierst du in Formaten so überempfindlich und wieso weinst du so viel und... Das glaube ich ihr, bis auf das mit dem Weinen. Ich glaube, die Leute schreiben eher, warum schreist du so rum? Was ist los mit dir? Warum eskalierst du so from zero to 100 real quick? Aber wirklich real quick und keiner versteht zwar, eigentlich sind die Themen, um die es da geht, wir sind im Trash, sind eh alle nicht so... Aufreger. Natürlich für die Kameras geil, wenn jemand rumschreit. Das bringt ja einen gewissen Unterhaltungswert mit. Ja, das bei Ex on the Beach war auf jeden Fall so ein Fall, denn diese Reaktion war eigentlich für den normal denkenden Menschen nicht realistisch. Genau. Wie rede ich eigentlich heute? Ganz komisch. War auf jeden Fall nicht normal. Und ja, das bei Are You the One war halt auch wieder so ein Moment, wo man gedacht hat, hä? Aber so ein richtig langgezogenes. Mit ein bisschen Vibrato am Ende. Wieso ist das alles so dramatisch für dich? Und du tust so, als wäre jemand gestorben. Und das ist einfach eine emotionale Überempfindlichkeit, die sich Borderline nennt. Das ist eine Persönlichkeitsstörung, die sich nicht immer gleich ausprägt. Mal mehr, mal weniger. Und das sind viele Menschen, die das haben. Und ich scheue mich auch nicht, darüber zu reden. Ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass sie sich selbst diagnostiziert hat. Weiß man natürlich nicht. Wenn sie jetzt wirklich zum Arzt gegangen ist, sich testen lassen hat über Monate, Wochen und das ist jetzt das Ergebnis, dann ist das eine krasse, krasse Geschichte. Nur habe ich es erst sehr spät erkannt. Ich wusste immer schon, dass es ein bisschen anders ist, wie ich emotional empfinde. Sie sagt gerade, sie hat das selbst erst spät erkannt, was jetzt ein bisschen dagegen spricht, dass sie irgendwie bei Ärzten war. Und dass ich die Dinge eigentlich anders oder viel emotionaler empfinde als andere Menschen vielleicht. Deswegen es auch viele nicht verstehen können. Aber das möchte ich euch nahe bringen, weil das gehört auch dazu. Ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Allerdings empfinde ich Ereignisse, positiv sowie negative, halt emotionaler als du vielleicht. Und deswegen bin ich kein anderer Mensch. Und ich finde, solche Themen sollten sensibilisiert werden. Absolut. Und das Wichtige, finde ich hierbei, ist, dass man das auch nicht als Vorwand nimmt für irgendetwas, um sein Verhalten zu rechtfertigen. Wenn du hacke dich die ganze Zeit in irgendwelchen Show bist, ein bisschen überemotional reagierst und dann googelst du so ein bisschen und denkst so, es könnte Borderline sein, dann finde ich das sehr, sehr schwierig. Das ist eine krasse Krankheit. Und wenn man das als Vorwand nimmt, nicht, dass sie das machen würde, ich sage ja nur, wenn man das machen würde, dann wäre das wirklich ein Schlag ins Gesicht von jedem, der unter dieser Krankheit leiden muss, denn das ist kein Witz. Das Ding ist auch, wenn es dann wirklich so ist und sie dieses Krankheitsbild hat, diese Persönlichkeitsstörung, dann bin ich auch mal gespannt, wie die Produktionen damit umgehen werden. Denn ist es natürlich so, will man diese Leute dann vor sich selbst schützen oder sagt man, nee komm, dann lass sie mal ihre Krankheit hier vor laufenden Kameras komplett ausschöpfen. Finde ich schwierig, finde ich wirklich schwierig. Was sagt ihr? Weil viele Menschen das Verhalten so nicht verstehen, wieso ich so in Formaten reagiere. Wobei auch dazu kommt, dass man nicht immer nur in seinen positivsten Momenten gezeigt wird, sondern es auch im Reality-TV darum geht, Drama zu
zeigen, Dinge, die Menschen interessieren, Dinge, die Menschen dazu bringen, weiter zu schauen. Und natürlich, da hat sie recht. Und durch ihr Verhalten, ja, hat sie, glaube ich, jetzt Folge 3, na, sagen wir Folge 4 auf jeden Fall getragen. Denn das war auf jeden Fall im Fokus. Das wollen natürlich Leute im Reality-TV sehen. Das soll einfach No-Brainer-Entertainment sein. Das ist Trash-TV. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt hier nicht so, keine Ahnung, eine Arte-Dokumentation. Und man geht danach raus und sagt so, ah, okay, also, ja, gut, das habe ich jetzt mitgenommen und das werde ich auf jeden Fall in der Bar als Opener nehmen. Und man kann nicht immer alles richtig machen, man macht Fehler. So wie man im privaten Leben auch Fehler macht, aber daraus lernt man. Daraus wird man reifer und erwachsener und man sollte reflektiert genug sein und sich auch mal entschuldigen können für Dinge. Und ich werde jetzt auf alle Dinge eingehen, die in der dritten und vierten Folge so passiert sind. Und da bin ich sehr gespannt. Wir haben das ja gestern auseinandergenommen. Checkt auf jeden Fall mal die Reaction ab. Und ja, ich bin gespannt, was sie dazu sagen wird. Ich wollte euch das Thema nur einfach mal ein bisschen näher bringen, weil du bist nicht anders, nur weil du überempfindlicher reagierst auf Situationen. Leute, das macht euch nicht mehr, also weniger liebenswert. Vergesst das nie. Und da hat sie natürlich recht, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch fühlt anders, aber nochmal zurück, sie hat ja gesagt Borderline, Persönlichkeitsstörung, das ist ein bisschen mehr als das, was sie jetzt gesagt hat, dass sie mehr fühlt oder so in manchen Situationen. Ich meine, das ist wie gesagt eine Krankheit, sie hat das Thema aufgemacht und krass, Leute, krass. Wie gesagt, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die bei dem einen und bei dem anderen mehr oder weniger ausgeprägt ist. Ich bin nicht immer und überall mega emotional. Es war an dem Abend in der Villa einfach so, dass ich generell mit den Gedanken zu kämpfen hatte, was ist jetzt mit Calvin und mir, wie geht's weiter? Ich habe mich vielleicht auch so sehr an ihn geklammert, weil ich vielleicht wollte, dass er mich versteht, dass er auch meine Emotionen versteht. Und da ist natürlich die Frage, ob Calvin der richtige Mann dafür ist, sich so zu öffnen und so viele Gefühle zu zeigen. Denn Calvin, muss man jetzt sagen, ist nicht gerade bekannt als der Märchenprinz, der wirklich sich auf die Suche machen würde, um seine Prinzessin im Schloss zu befreien. Der ist eher der, der in der Kneipe mit den Mädels da chillt, die schon ein bisschen leichter einen Tee haben. Nur zum Verständnis. Gutes Bild, oder? Und ich habe halt an dem Abend sehr viel geweint. Und dann kam noch das Thema mit Micha dazu. Ich wollte an der Bar bei Micha einfach nur Bestätigung haben, die ich von Calvin nicht bekommen habe. Und das glaube ich ihr sogar, dass sie nicht nur Bestätigung sich holen wollte, sondern dass sie ihn auch eifersüchtig machen wollte, also Calvin, weil das hat man ja auch in dieser anderen Szene gesehen, wo sie dann mit ihm das nochmal geklärt hatte, mit Micha, und dann gesagt, oh, guck mal hier, Calvin lässt das wieder, lass mal ein bisschen provozieren. Also die ist schon sehr, sehr vorausschauend in diesen Handlungen gewesen und das glaube ich auch, dass das bei diesem Rumlecken-Ding der Fall war. Ich wollte einfach nur von Micha hören, ja, ich würde gerne mit dir rummachen, weil du eine Granate bist oder sonst irgendwas. Und er sagt so, nein. Das war natürlich ein Flop dann in dieser Hinsicht, ne? Wir brauchen alle Bestätigung, Leute. Ich brauche auch Bestätigung und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Channel einfach mal abonniert. Und nochmal ganz wichtig, ich möchte nicht in den Kommentaren hören, dass ich mich irgendwie über eine Krankheit, ein Krankheitsbild lustig machen würde. Das mache ich nicht und das sage ich auch. Wenn das hier ernst zu nehmen ist und das alles stimmt, wie sie sagt, dann ist das sehr, sehr krass, sehr, sehr heftig. Jeder braucht mal Bestätigung, das kann man nicht verleugnen. Es wurde falsch interpretiert und direkt losgestoßen, wie ein Lauffeuer. Und ich stand dann vor vollendeten Tatsachen und mir ging es an dem Abend schon sehr schlecht, weil ich mich unverstanden gefühlt habe. Und dann wurde ich auch noch so vorgeführt vor der ganzen Gruppe von wegen, Gina, du hast Scheiße gebaut. So, wir hängen dich jetzt an Marterpfahl und alle bewerfen dich. Lustigerweise, vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, habe ich aber gestern die Reaction auf Twitch von Calvin gesehen. Shoutout an der Stelle. Und da hat er gesagt, nee, das war überhaupt nicht so. Also da hat keiner sie irgendwie an den Marterpfahl, das ist natürlich ein Bild, keiner hat sie wirklich an den Pfahl gebunden, falls das jetzt jemand kommentieren möchte. Auf jeden Fall hat sie keiner fertig gemacht oder so. In keinster Weise. Man hat das angesprochen, wie man es halt im Fernsehen gesehen hat. Und natürlich war es halt einfach von ihr nicht ganz cool, da so zu lügen. Sie hätte ja sagen können, hey, ja, habe ich gesagt, aber war jetzt ein bisschen mehr Joke oder was auch immer. Wäre dann wahrscheinlich auch nicht ganz real, aber egal. Aber so war es halt sehr, sehr komisch. Und so richtig, dass sie jemand fertig gemacht hat, war ja gar nicht. Also im Endeffekt wollte man ja nur hören von Micha. War das so? Ja, nein. Er hat gesagt, ja, ich soll tot umfallen, wenn das nicht stimmt. Und dann ist sie halt ja ein bisschen komplett ausgerastet. So habe ich mich gefühlt und dann bin ich natürlich in eine Schutzreaktion gefallen und habe das abgestritten. Ich habe aus meiner Sicht Spaß machen wollen,
Aber mich hat's ernst genommen. Man wusste ja, dass Gina auch so ein bisschen auf ihn steht, hat sie ja oft genug gesagt. Kelvin und Micha fand sie ja ganz gut. Und dann nimmt der Junge das auch noch ernst, wenn die so sagt, hier, lass mal rumlecken. Und er dachte sich, okay, Gina will mit mir rumlecken. Und hat das dann natürlich weitererzählt. Ich brauchte einfach nur Bestätigung. That's it. Wie dem auch sei, ich habe es abgestritten, weil ich mich in der Situation halt angegriffen gefühlt habe von der ganzen Gruppe. Und es war einfach eine Kurzschlussreaktion. Also ich würde das halt echt anders machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde sagen, hey Leute, was ich da gemacht habe, war sau blöd. Ich weiß auch gar nicht, was da in mich gefahren ist. Ich habe mich angegriffen gefühlt, wie sie gesagt hat. Aber daraufhin habe ich echt dumm reagiert, muss man so leider sagen. Ich schäme mich dafür, wenn ich das heute sehe. War blöd. Offensichtlich hätte ich es heute anders gemacht. Und ich möchte mich echt dafür entschuldigen, vor allem bei Micha entschuldigen, dass ich ihn da so vorgeführt habe, im Sinne von, dass er gelogen hätte, was er ja offensichtlich nicht hat. So könnte man es machen. Ich glaube, das käme besser bei Followern an, als jetzt sowas zu erzählen. Und ich habe immer noch nicht gehört, war sie jetzt beim Arzt oder sagt sie das einfach nur so? Ich bekomme so viele positive Nachrichten von euch. Und ich will euch einfach alles das mitgeben, was ich euch mitgeben kann. Ich will einfach ein Vorbild für euch sein. Deswegen spreche ich das Ganze auch so offen an. Jeder Mensch macht Fehler, Mann. Jeder macht Fehler. Und ich bin nicht weniger wert als du, nur weil ich überempfindlich bin und emotional. Verstehe ich alles, hat sie auch mehr oder weniger recht. Und ein starker Mensch entschuldigt sich für Fehler. Der sieht die Fehler ein, der reflektiert sich selbst. Gerade wenn er von eigenen Fehlern spricht, dann sagt er, hey, war ein Fehler, es tut mir sehr, sehr leid. Aber es hört sich so ein bisschen bei ihr an, dass sie sagt, ja, aber weil ich halt so überempfindlich bin, kann ich nichts dafür. Wenn es eine Krankheit ist, okay, dann ist es so. Als ich die Ausstrahlung von Ex on the Beach gesehen habe, mein Ausraster, der war so für mich, okay, krass, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und dann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt und ich bin 24 Jahre alt und ich habe es noch nicht gerallt bis dahin, was los ist. Also nochmal Hand aufs Herz, was sagt ihr zu der ganzen Sache? Glaubt ihr das oder vermutet ihr dahinter, dass sie einfach das jetzt als Vorwand nimmt, um zu sagen, hey, ja, ich habe das jetzt beobachtet in verschiedenen Formaten, wie ich da so abgehe auf in einem Zustand, in dem man ab und zu mal ein Gläschen trinkt. Ja, ich will es auch gar nicht sagen, aber ich glaube, die haben da schon ab und zu was getrunken, wird ja auch immer wieder gezeigt und gesagt. Und ja, dann bin ich halt nicht unbedingt so umgänglich und könnte jetzt mal sagen, das hat was mit Borderline zu tun. Oder glaubt ihr wirklich, nee, Gina war beim Arzt wahrscheinlich, wird beim Arzt gewesen sein, hat eine Diagnose bekommen und das ist natürlich jetzt sehr, sehr traurig und es tut mir sehr, sehr leid für sie, denn das ist kein Spaß, mit dieser Krankheit zu leben, ist schwierig. Alle Betroffenen, alle die Leute kennen, die Borderline haben, die wissen, das ist schwierig und verändert das Leben und deswegen macht man da auf jeden Fall keine Witze drüber und nimmt das vor allem nicht, Witz ist das falsche Wort, nimmt das vor allem nicht als Deckmantel, um sich dahinter zu verstecken, dass man dann nicht mehr sagen kann, hä, wie ist die denn drauf, sondern dann heißt es, oh oh, die ist krank, die hat nämlich Borderline. Das wäre sehr schockierend, wirklich sehr schockierend. Was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare.